Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem schönen regnerischen Tag im Medieval Dynasty am schönsten Dorfspot des ganzen Spiels. Wir machen heute natürlich weiter. Ich weiß noch nicht so genau, was ich heute alles noch mache, aber auf jeden Fall neue Dorfbewohner dazu holen und noch so ein bisschen das Dorf ausbauen. Seid gespannt und seid dabei. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst den Kommentar da, das füttert den Algorithmus. Das tut uns allen gut, Support ist kein Mord und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go! Ich mache diese Folge auch so ein bisschen weiter mit Detailarbeit. Und zwar würde ich gerne diesen Platz hier ausbauen, ne? Richtig schön. Deswegen gehen wir hier auch mal auf Möbel und Lagerfeuer. Und das habe ich schon freigeschaltet. Holz, Lagerfeuer. So, und das machen wir einfach mal hier hin. So. Können wir das entzünden? Ja. Top. Gut. Das brennt schon mal. Jetzt würde ich gerne... kann ich das schon freischalten? Warte mal, Möbel, Sitzgelegenheiten, Stühle. Das müsste ich kaufen. So ein Holz-Sitzbaumstumpf kaufen wir mal. Und dann platzieren wir den mal. Brauche noch ein paar Stämme. Ich brauche noch ein paar Stämme, aber das wird gut. Es sieht jetzt schon gut aus, es wird gut. Wo habe ich meine Schaufel? Hier. Wir buddeln ein paar Stämme aus. Haben wir hier noch welche? Nee, hier haben wir keine mehr. Die haben wir schon ausgebuddelt. Da vorne ist noch ein großer. Und wir müssen uns auch gleich um was zu essen kümmern. Mein Charakter hat stark Hunger. Er belabert mich hier schon die ganze Zeit. Oh, ich hätte gerne was zu essen und bla und keine Ahnung. Ja, wir kümmern uns doch gleich drum. Erstmal brauchen unsere Dorfbewohner eine Sitzgelegenheit. Weiter geht's mit den Sitzgelegenheiten. Stühle, Baumstumpf. Sehr gut, jetzt haben wir den Stein da auch weg. Ja, ich würde sagen, das reicht doch so. Und jetzt würde ich gerne das hier, das Teil, was ich da gebaut habe, auch nochmal versetzen. Dazu nehme ich den Hammer und gehe in den Abrissmodus. So, haben wir jetzt irgendwie Ressourcen davon wiederbekommen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei? Außer ein Haferbier. Macht ein Haferbier satt? Also, ich glaube ja, aber das hilft, glaube ich, in dem Spiel nicht. So, das habe ich jetzt hier... Achso, das konnte ich alles freischalten. Das habe ich jetzt auch freigeschaltet. Alter, ist das riesig. Aber das sieht... Das wird mega gut aussehen. Das wird mega gut aussehen. Oh ja. Finde ich saugeil. Und hier kann jemand dann Holz hacken und dann hier gleich das auf den Stapel legen. Und hier können die Leute sich hinsetzen. Ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich habe nur noch einen so einen kleinen Mini-Fitze-Strich. Seht ihr das da? Ich muss auf jeden Fall jetzt was essen. Wir nehmen mal Trockenfleisch. Ich nehme mal 10 mit für mich. Und das essen wir jetzt auch. Also ich habe ein bisschen Vergiftung bekommen, weil ich natürlich dreckig bin, wie der Hund. Ey, das ist auch nochmal so ein Ding. Können wir das auch schon bauen vielleicht? So ein Waschzuber? Wo war der Waschzuber? Ich weiß es nicht mehr. Wäscherei und Arbeitsstation. Ah, okay. Ah, Waschzuber. Hier. 6 Bretter. Na dann, versuchen wir es doch mal. Haben wir 6 Bretter? Ich glaube, ja. Brett 4. Ah, okay. Na gut, dann machen wir noch 2. Und dann baue ich mir so ein Teil, dann kann ich mich endlich mal waschen, dann bin ich endlich mal sauber. Können wir hier auch in diese kleine Nische reinbauen? Arbeitsstation, Wäscherei und da ist der Waschzuber. Genau. Schön. Ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir den natürlich mit Wasser füllen, mit einem Eimer. Ja. Ich will vorher erstmal ein bisschen hier einen Weg nochmal reinsetzen. Aber ja, also die Ecke gefällt mir schon eigentlich schon ganz gut. Jetzt müssten nur noch da ein paar Leute sitzen, dann wird es, glaube ich, ein bisschen vom Feeling her noch ein bisschen besser aussehen. Aber hier, der Holzstapel gefällt mir. Mega nice.
Eimer mit Wasser. Nehmen wir den nochmal mit. Ja. Können wir auf jeden Fall noch mehr reintun. Aber der Eimer nutzt sich natürlich auch ab von der Haltbarkeit, ne? Also, jetzt machen wir gerade unseren Eimer damit eigentlich kaputt. So, jetzt haben wir den Waschzuber voll, jetzt können wir auch ein Bad nehmen. Uns endlich mal waschen. Schön, gefällt mir. So, den Eimer können wir jetzt nochmal füllen und wieder zurück ins Nahrungsmittellager legen. Was jetzt vielleicht auch noch wichtig wäre, damit wir auch, naja, unsere Eimer selber herstellen können, wäre eine Werkstatt. Und ich überlege gerade, wo ich die Werkstatt hinbaue. Die vielleicht hier dazwischen. Ich glaube, hier will ich nichts weiter haben. Außer vielleicht nachher noch ein Tiergehege oder so. Werkstatt irgendwie hier so rein. Versuche hier mal einen halbwegs coolen Weg zu bauen. Ja, das sieht okay aus. Und irgendwie die Werkstatt hier so rein. Ich guck mal. Wie groß ist die Werkstatt? Produktion. Werkstatt. Ist jetzt nicht so groß, ne? Könnte man hier so hinsetzen. Ich glaube, es sieht gut aus. Wieder Steine, natürlich. Also erstmal schlafen gehen, viel zu dunkel gerade zum Arbeiten. Aber wir sind anscheinend auch schon wieder im Herbst. Also der Winter rückt näher. Immer näher. Und ich sehe mich schon, dass ich Klamotten brauche einfach. Einfach Winterklamotten, die ich bis jetzt noch nicht habe, ne? Ach, guck mal. Das Feuer ist weg. Also das andere... Warte mal. Das hier, das wir noch nicht freigeschaltet haben, das hält, glaube ich, länger. Naja, können sie halt einfach nur im Kreis da sitzen jetzt. Egal. So, wir müssen die Werkstatt weiterbauen. Mir ist jetzt schon kalt. Mir ist jetzt schon morgens kalt. Naja. Neues Level in Überleben. Ja, ja, ja. Okay, okay. Gucken wir mal. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Jetzt haben wir haben da schon 3 von 3 auf dieses Erfahrungsgewinn-Zeug, ne? So. Könnten wir uns überlegen, ob wir unempfindlich 2 Grad bessere Temperaturtoleranz. Ich glaube, das macht Sinn gerade. Starke Leber, höhere Giftresistenz, Überlebenssinn, erkenne von Stöckern, Steinen, Pilzen, Federn und Kräutern im Prüfungsmodus. Ah, das brauchen wir nicht. 10% mehr Gesundheit brauchen wir auch nicht. Unempfindlich ist schon das Beste. So, jetzt müsste ihm nicht mehr kalt sein. Sehr gut. Also das Ried ist auch nicht wirklich nachgewachsen. Merke ich gerade. Eigentlich wächst das doch immer nach, wenn die Jahreszeit sich wechselt, aber irgendwie ist es nicht passiert. Ja, im Wasser ist mir wieder kalt, ja, das ist verständlich. Okay, Werkstatt 1 haben wir fertig. Top. Nicht genügend Technologie, 9 von 10. Ja, ja, das können wir noch nicht machen. Wir können noch keine Eimer herstellen. Aber wir haben zumindest schon mal eine Werkstatt. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Must have. Kann man schon sagen. Ich glaube, ich werde jetzt auch noch ein neues Haus bauen. Vielleicht einfach mal ein einfaches Haus. Etwas größer. Weil wir neue Leute brauchen. Also irgendwann demnächst brauchen wir neue Leute und deswegen würde ich jetzt einfach schon mal ein Häuschen bauen.
Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Einfach so auf Stelzen. Geil. Übelst hoch. Finde ich cool. Sehr, sehr nice. Ich glaube, ich baue das so. 10 Baumstämme brauche ich dafür. Okay. Das ist natürlich sehr baumstammintensiv, dachte ich mir schon. Aber wir können noch ein paar ausbuddeln auf der anderen Flussseite. Oh mein Gott, da vorne ist ein Bär. Ja, mit dem Bären möchte ich mich noch nicht anlegen. Okay, aber gut zu wissen, dass hier vorne einer ist. Oder zumindest da ein Spawn ist, wo Bären spawnen könnten. Oh. Oh. Lager zum Looten. Äpfel, Roggenbier, Roggenbrot. Okay. Ein Bogen, ja. Sehr viele Pfeile. Vergiftete Pfeile. Ein Bronzemesser. Ein paar Steinäxte, ne? Okay, schöner Loot. Fällt mir. Ey, ich glaube, aber also Bodenfoss ist das Haus top isoliert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man ja schon fast irgendwas im Keller lagern. Das Ding hat ja fast schon Keller. Ist ja fast schon Fall Damage, wenn du da rausgehst. 38 Holzstämme. Oh mein Gott. Also, Holz kriegen wir anscheinend nach dem neuen Update sehr, sehr viel schneller jetzt mit der Holzhütte. Also sie hat ja jetzt wirklich noch nicht lang da drin gearbeitet. Aber 38 Holz ist schon nicht schlecht. Also ich sehe bis jetzt noch keine Notwendigkeit, dass wir irgendwie nochmal selber Holz hacken müssen. So, großes Haus oder einfaches Haus heißt es ja hier. Ist schon fertig. Okay, jetzt haben wir irgendwie Probleme. Da oben links sehen wir es hier. Wir gucken mal ganz kurz in die Verwaltung rein. Was für Probleme haben wir denn? Ja, Werkstatt, ja. Hat noch nichts ausgewählt zur Produktion. Aber ist nicht so wichtig. Das können wir erstmal ignorieren. Holzschuppen hat halt kein Werkzeug mehr. Und ja, das ist, glaube ich, das, was jetzt da angezeigt wird. Dann werden wir mal ein paar Steinäxte, Entschuldigung, ins Lager tun. Okay, jetzt sollte, genau, jetzt ist das auch da oben wieder weg. Jetzt können die Holz hacken mit den Steinäxten, die ich da reingetan habe. Und ja. Tja, wir könnten jetzt schon mal so in die Richtung überlegen, Felder und so. Wo könnten wir die hinmachen? Wo macht das Sinn? Ich will das da oben mal erkunden. Wir wissen, was da oben ist. Jetzt einfach mal hier hoch. Vielleicht sind hier oben gefährliche Tiere. Aber sieht erstmal nicht so aus. Hier ist der kleine Fluss. Ach so, und der verschmilzt hier mit einem größeren und der rauscht dann runter in unser Lager. Verstehe. Oben ist auf jeden Fall noch eine Straße. Wo führt die hin? Darüber und trifft sich dann da. Okay, verstehe. Also ich würde jetzt, glaube ich, erstmal da unten ein Feld machen. Ein paar kleinere Felder am Fluss.
um einfach ein bisschen ja, Landwirtschaft zu skillen. Weil da oben habe ich es jetzt nicht so wirklich gefühlt, dass wir da oben Felder hinmachen. Eher so hier. Wisst ihr, was ich meine? Toll. Einmal zugestochen und schon ist die Holzhacke am Arsch. Ich brauche einen Stamm und Stöcker. Okay. Hack mir hier drüben mal einfach ein bisschen was. Ja, toll. Meine Axt ist auch kaputt. Schön. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich merke jetzt schon, dass so riesige Felder hier an meinem Spot eher nicht so das Ding sind. Aber wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Neues Level Produktion. Ja, schauen wir gleich mal rein. Das gilt immer noch, dass wir mehr Erfahrung bekommen. Macht, glaube ich, Sinn. Alter, die Hacke ist aber auch, die lebt aber auch nicht lang, ne? Oh, wir haben eine Scheune freigeschaltet. Ja, easy peasy. Also wie viel Hacken wir verschwenden müssen, das, also die Hackenhaltbarkeit ist wirklich sehr schlecht. Guckt doch mal, wie das runtergeht hier hinter mir. Seht ihr das? Da? Ist ja krass. Ich gehe mal schlafen, ist mir jetzt hier zu dunkel. So, wir haben den Feldschuppen freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall eines der wichtigeren Gebäude für Landwirtschaft. Also eigentlich das Wichtigste, weil in dem Feldschuppen können wir dann Leute anstellen, die die Felder bewirtschaften. Was früher halt in der Scheune ging, geht jetzt in den Feldschuppen und die Scheune ist eigentlich nur dafür da, um das, was man geerntet hat, auch weiter zu verarbeiten und Dünger herzustellen und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also da kann man dann im Prinzip, da hat man eine Dreschstation und kann das Korn dann dreschen zu Stroh und Körnern. Und man kann Mehl mahlen und so. Das ist eigentlich die Scheune jetzt. So ein Haus mit sehr vielen, was wollte ich gerade sagen? Mit sehr vielen Arbeitsstationen. Mein Charakter friert jetzt schon hart, ne? Also. Hab's denn den Eindruck, dass das mit den Temperaturen noch mal ein bisschen härter gemacht wurde. Nur die Harten kommen in den Garten und so. Oh, okay. Ich bin gerade an Erfrierung gestorben anscheinend. Nicht so toll. Ja, ich sollte mich gleich, wenn ich da den Weg fertig gebaut habe, mal um bessere Klamotten kümmern. Um mich gleich so ein bisschen einzukleiden für den harten Winter, der auf uns zukommen wird. Tja, ich glaube, ich muss einen von meinen Tränken der Heilung nehmen, sonst schaffe ich das gar nicht bis zur nächsten Stadt. Habe ich den hier irgendwo? Nee, habe ich im Materiallager, ne? Dank der Heilung. Okay. Und jetzt gehe ich ab zum Dorf und kaufe mir Kleidung. Habe ich überhaupt genug Geld? Ich habe nämlich sehr viel ausgegeben für Rezepte. Nee, ich muss was verkaufen. Ah! Was verkauft man da? Was kann man da verkaufen? Was macht Sinn? Ein Bogen? Eine Bettdecke? Zweimal? Tränke verkaufe ich mal noch nicht. Fliegenpilz können wir verkaufen. Gänseblümchen. Johanniskraut verkaufen. Kleiner Weinkorb. Leder können wir verkaufen. Das Mehl können wir verkaufen. Diese ganzen leeren Flaschen können wir verkaufen. Pelz. Roggenkorn können wir... Oh, nee, machen wir noch nicht. Können wir noch pflanzen. Steine brauchen wir nicht zu verkaufen. Das ist Quatsch. Säckchen brauchen wir noch. Tollkirsche können wir verkaufen. Trinkschlauch. Weidenkiste natürlich. Weinflasche auf jeden Fall auch. Zimbarren. Ja, verkaufen wir. Ich guck mal nochmal in meine Hütte, wie viele Bögen ich habe. Und dann müssen wir uns auch nochmal waschen. Da ist es auch noch wichtig, ne? Waschen. Diese ganzen einzelnen Steinpfeile hier können wir verkaufen.
Beinspeer können wir auch verkaufen, die beiden. Ja. Jetzt sind wir nämlich schon wieder überladen. Es ist natürlich kalt im Winter oder im Herbst zu baden. Aber da müssen wir jetzt durch. So. Ich verliere schon wieder zu viel Leben zu schnell. Ist mir weniger kalt, wenn ich eine Fackel... Ja, das geht. Okay, mir ist weniger kalt, wenn ich eine Fackel in der Hand habe. Das hätte ich wissen sollen. So, wer von euch verkauft mir jetzt Lamotten? Du da, ne? Zeig mir deine Ware. So. Dicke Lederhandschuhe. Plus 4 Kälterschutz. Ich hätte gern erstmal Filzweste plus 12 Kälteschutz. Gesteppte Weste. Kostet natürlich auch gleich erstmal. Alter, wie viel das kostet. Ich muss erstmal was verkaufen. So, ich habe tatsächlich ein bisschen was an Kohle gemacht und kann mir jetzt auf jeden Fall was Teureres holen. Gestippte Weste, 1200. Wenn ich mir das hole, bin ich pleite. Aber ich glaube, das ist gut. Ja. Einmal nehme ich bitte die gestippte Weste. Und guck mal, ob das was bringt. Ob ich damit durch den Winter komme mit der gesteppten Weste. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube es nämlich fast nicht. Aber erstmal hilft sie mir sehr. Also ich habe ja Bettdecken verkauft. Ich habe ja 2 Bettdecken gehabt. Und jede dieser Bettdecken hat fast 500 Silber gemacht oder Geld gemacht. Münzen. So. Insane. Also Bettdecken. Geil. Gesteppte Weste funktioniert. Reicht nicht. Mir ist jetzt schon wieder kalt. Oh mein Gott. Ja, wir müssen Kohle machen. Wir müssen Kohle machen. Aber ich glaube, das ist das Problem für das nächste Video. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein paar neue Häuser gebaut. Wir haben ein bisschen was gelootet und die ersten landwirtschaftlichen Sachen, also das erste Feld gezogen. Wenn es euch auch gefallen hat, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht und kommentiert das Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.